Wenn du ein außergewöhnliches Leben haben willst, dieses Leben, das dir Kraft gibt, bedeutet das nur, dass du ein Leben leben willst, in dem deine wichtigsten und stärksten Emotionen genau die sind, die du haben willst. Es bedeutet nicht, dass dein Leben genauso abläuft, wie du willst. Manchmal gehen Dinge schief. Manchmal kannst du eben die Dinge, die in deinem Leben geschehen, nicht kontrollieren. Aber du kannst schon kontrollieren, was sie dir bedeuten. Und wenn du unter Kontrolle hast, was dir die Dinge bedeuten, dann hast du die Kontrolle über dein Leben. Dann hast du diesen Vorsprung. Eine außergewöhnliche Psychologie. Eine außergewöhnliche Einstellung. Eine außergewöhnliche Art und Weise, die Welt zu sehen. Es geht nicht darum, wo du physisch lebst. Es geht darum, wo du in dir selbst lebst. Es gibt zwei Welten, die innere und die äußere. Die äußere können wir nicht kontrollieren. Aber über die innere haben wir absolute Kontrolle. Aber weißt du was? Die meisten von uns haben zu viel zu tun, um sich mal die Zeit zu nehmen, wirklich herauszufinden, was in uns drin passiert. Oder wir akzeptieren es einfach, nehmen es als gegeben hin. Das ist mein Leben, so bin ich eben. Oder darum kümmere ich mich morgen. Morgen, morgen, nur nicht heute. Jetzt muss ich eben noch ganz dringend diese andere Sache klären. Ich will dich dazu einladen, dir jeden Tag eine Hour of Power, eine Stunde der Kraft zu geben. Dir zu sagen, jeden Tag werde ich mir wenigstens eine halbe Stunde gönnen, um zu wachsen und vorwärts zu kommen. Oder meinetwegen eine Viertelstunde, um erfüllt zu sein. Und ich werde diese Viertelstunde nehmen und mich auf alles konzentrieren, wofür ich dankbar bin. Wenn wir ein lebenswertes Leben haben wollen, dann müssen wir Zeit dafür schaffen und ganz bestimmte Dinge, die wir in dieser Zeit machen. Und eins davon ist Dankbarkeit. Wenn du wissen willst, wie gut dein Leben ist, dann denk mal drüber nach, wie viel Zeit du dafür aufwendest, dankbar zu sein. Wie viel Zeit verbringst du damit, dankbar zu sein und dein Leben zu wertschätzen? Und zwar so sehr, dass da echte Emotionen in dir hochkommen.